Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir starten mit der ersten Frage. Wer von euch beiden hat mehr Ahnung vom Torwartspiel? Kannst du antworten? Ja. Punkt. Siehst du? Ich wusste es. So, dann jetzt die zweite Frage. Wer von euch beiden ist der bessere Elfer-Schütze? Und Punkt für euch. Ey, das ist so stark wie Wer von euch beiden ist kreativer? auf was ist das denn bezogen? Das könnt ihr beziehen, auf was ihr wollt. Okay. Und Punkt. Vierte Frage. Wer würde eher einen Monat ohne Duschen auskommen? Ganz Puh. einfache Antwort. Punkt für euch. Wer würde eher bei einer traurigen Filmszene weinen? Weinen. Genau. Wieder ein Punkt. Wer würde sich lauter über den Stürmer aufregen, der eine hundertprozentige liegen lässt? Boah, gleich gibt's nicht, ne? Ich bewerte es nach dem letzten Spiel. Wieder ein Punkt. Wer von euch beiden hat die hübscheren Torwarthandschuhe? Wir haben die gleichen. Ja, Ja, das ist echt so. Ja, gut. Na gut, dann. Der sie besorgt hat. und gerade so ein Punkt. Nächste Frage. Wer gibt gerne mal einen aus? Oder lieber? Das ist die Scheiße. letzte Frage. Mm-mm. Oder wir wollen den Rekord, das weißt du, ne? Komm. Und wieder ein Punkt. Wer würde sich eher nach einer strittigen Entscheidung vom Schiri mit dem Schiri anlegen? Ah, da ist der erste Punkt Verlust. Wer kann sich besser Geburtstage und Telefonnummern merken? Leider wieder kein Punkt. Kannst auch mit Zahlen, dachte ich. Ja, aber ich kann mir kein Fit von machen. Wer von euch beiden würde eher bei einer Trash-TV-Show mitmachen? Das ist ein Punkt. Wer von euch beiden hat den besseren Abschlag? Punkt für euch. Wer von euch beiden kann mehr Gewichte stemmen? Auch ein Punkt. So, und die letzte Frage. Wer von euch beiden ist der bessere Autofahrer? Autofahrer? Ja. Definiere Autofahrer. Ja. Ja. Ich auf jeden Fall nicht. So, und der letzte Punkt geht auch an euch. Das ist so stark, ne? Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke euch.